Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ja, ich würde sagen, da wir in der letzten Folge hier den Rasen auch noch zu Ende gemacht haben. Was? Fälle den Baum? Muss doch gefällt werden. Will er den loswerden? Glaube ja nicht. Kriege auch kein Geld dafür. Ja, dann räumen wir lieber stattdessen hier auf. Anstatt jetzt unnötig da draußen noch irgendwas sauber zu machen, Ordnung zu machen oder so, kümmern wir uns mit der Hauptaufgabe. Denn wir arbeiten schließlich halt nur für das, wofür wir bezahlt werden. Und mehr muss ich hier auch nicht machen, natürlich. So, dann machen wir das hier. Ah, dieses Haus hatten wir schon mal, glaube ich, oder? Ich kann mich noch grob daran erinnern. Stimmt. Und dann war hier der andere Raum da. Stimmt, das war ja das, wo alles, wo der alte Mann gewohnt hatte. Oder nicht? Wo wir ihm hier geholfen haben, so wo die Jugendlichen ihm die Heizung weggenommen haben und so. War das nicht das Haus? Wo hier auch alles voller mit Kakerlaken und so weiter war, das ist doch dasselbe Haus. So, dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt langsam sauber. Aber echt krass, aber dass die. Hat der alte Mann das Haus verkauft? Wollte er es nicht mehr haben, nachdem die Jugendlichen da waren, oder? Oder was? Woran kann es liegen? Ich glaube, der alte Mann hat es verkauft. Ist ja auch schon über einen Monat her, oder? Seit der letzten Aufnahme. Beziehungsweise seit dieser Aufnahme, wo das mit dem alten Mann war. Ist dann gut möglich, dass der Neue hier mit seinen Töchtern hier einziehen will. So, hier haben wir alles. Hat der alte Mann jetzt die Heizung mitgenommen oder wie? Hier auch. Der alte Mann hat die Heizung wieder mitgenommen. Unglaublich. Hier auch hat er die Heizung mitgenommen. Was ist mit dem alten Mann gewesen, der hier gewohnt hatte? Ich glaube jetzt nicht einmal mehr hier, dass es die Jugendlichen waren. Sondern dass es der alte Mann war und dann schön auf die Jugend geschoben hat. Ich glaube, so einer ist das. Nehmt einfach die Heizung mit und schiebt das auf die Jugend. Oh, das habe ich vermisst. Fenster zu reinigen, ey. Haben wir ewig nicht mehr gemacht. Das war so geil damals. Zwar die Steuerung dafür auch ein bisschen so ungewohnt hakelig, aber hatte auch irgendwie seinen Reiz gehabt. Und jetzt sind wir immerhin wieder dabei. So, hier brauchen wir kein Fenster. Hier haben wir noch ein Fenster. Ja, Mann. Hab ich so vermisst. Klar, RL, also in Real Life. Ja, da bin ich auch nicht der große Fan vom Fenster reinigen. Wenn ich so ein Ding hätte, würde ich auch jeden Tag machen. Hätte so einen Spaß dran. Aber so an sich, naja.
das Ding und da ist noch was. So, das muss nicht gereinigt werden. Hier das. Ja. Sieht auch schon wieder ganz anders aus hier. So. Dann sehen wir hier uns nochmal an. Ja, hier muss noch Fenster gereinigt werden. So. Und dann ist hier, glaube ich, das letzte, ja. Und hier. So, alle Fenster haben wir durch. Dann hier schläfriges Blau. Wir fangen hier an. Und so. Ich glaube, dasselbe Blauton werden wir nochmal gebrauchen. So. Ah, wie ich sehe da unten rechts, wir verdienen jetzt schon unser Geld. Als wir den Garten gemacht haben, haben wir keinen Cent bekommen. Ja, vielleicht beschwert er sich sogar gleich noch so, dass er den Garten machen wollte. Habe ich ihm sein Hobby weggenommen, Rasen zu mähen. So, und wieder leer. Und das hier noch. Nice. Aber die Decke streichen wir noch mit. Und das bisschen noch. So, dann Flur brauchen wir nicht. Hier nur Heizkörper. Jo, den nehmen wir und kaufen. So, und montieren. Nice. Ah, den Heizkörper hier wollten wir auch noch machen. So. Dann suchen wir mal uns das nächste Zimmer für schläfriges Blau. Hier braucht er nur eine Heizung. So, dann haben wir die Dinger schon mal fertig. Den nehmen wir auch mit. Hier auch nur eine Heizung. Dann kommt das noch ein kleines bisschen vor. Heizung, Heizung, Heizung. So, und montieren wir. So, dann kann der wieder hier dran. Oder nicht? Ah. Hier erst, okay. Okay. Dann machen wir hier zu.
Hier machen wir zu. Hier müssen wir nochmal wiederkommen. Hier Badezimmer zu. Küche. Machen wir hier zu. Und hier zu. Dann hier. Hier grau und königliches Blau. Ah, das wird von dem alten Mann. Von dem Vater meinte ich. Das Zimmer sein. Hier nur Badezimmerheizung. So. Und dann hätten wir es wieder. Dann machen wir hier auch noch mal zu und gehen hier hin. Hier, schläfriges Blau, genau. Füllen wir hier noch mal nach und fangen mit der Wand an. Oh, jetzt laufen wir in die Farbeimer. So, und hier unten. Und wieder leer. Na supi. Mit etwas Glück könnte sogar der Farbeimer für das komplette Zimmer reichen. Das wäre optimal, wenn das funktionieren würde, wenn es reichen würde. Ist aber noch ein bisschen. Boah, ich hoffe, das reicht jetzt. Ich habe jetzt nicht vor, mir nochmal boah, das reicht. Das reicht. Geil. Boah. Ich habe jetzt wirklich kurz geglaubt, das würde nicht reichen. Aber das reicht vollkommen. Oh, nice. Und dann brauchen wir den Farbton nicht mehr. So, Heizkörper. Und montieren. So. Dann noch. Wo war das Schlafzimmer? Da ist das große Schlafzimmer. Hier will der Grau haben. Dann nehmen wir den Grauton in der Größe. Und königliches Blau nehmen wir aber in der Größe. So. Ich würde damit dann erstmal wahrscheinlich vorstreichen alles. Oder warte mal. Ich mache hier so. Und hier so. Das ist der Bereich dann, wo der Papa halt schläft. Oder der alte Mann. Boah, weiß ich jetzt nicht mehr. Ist jetzt der alte Mann oder der, ne, der alte Mann war ja vorher, der hier gepennt hatte. Der verkauft ja diese Hütte. So, machen wir mal Licht an. Dann ist hier draußen ja schon dunkel. Würde ich sagen, aber auch die Decke machen wir auch in dem Blauton. Die Wand könnten wir vielleicht mal. Oder warte. Ja, noch. Doch, die Wand machen wir in dem Grau. Ich glaube, ich hätte auch bei der Farbeimer eine
kleiner holen können. Das hier machen wir auch noch in Blau, noch ganz kurz. Ja, ich kann jetzt zwar die Hütte verkaufen, aber den Auftrag beenden. Aber wollen wir ja noch nicht. Da hätte ich wirklich alles eine kleiner holen können. Hätte mehr Sinn gemacht. Aber egal, jetzt haben wir es so. Jetzt machen wir die Decke hier auch nochmal blau. Und dann noch das hier. So, und dann können wir die hier jetzt verkaufen. Und die Heizung. So, Doppelbett Hermes. Ja, komm, wir nehmen das so, wie das ist. Standard. So. Nein, 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 hier. Perfekt. Hä? Ist das ein Lichtschalter daneben? Warum ist der Lichtschalter da unten? Ja, muss ich nicht hinterfragen. Hier nehmen wir das auch, so wie das ist. Jo. Und hier. Ja, hier nehmen wir vielleicht so. Dann passt das mehr zu dem anderen Schrank hier. Und dann noch den. Den würde ich aber dann eher hier hinpacken. So. Da noch Lücke für den Dings und dann hier werden wir fertig. Badezimmer, dann hier noch und eine Zimmer. Licht an. So, Bett solid. Ja, nehmen wir so, wie es ist. Kommt hier hin. Ja, komm, kleines bisschen, komm, kleines, ja. Oder warte mal, würde da vielleicht auch mehr Sinn machen. Neben der Steckdose. Da kann sie da auch jederzeit ihr Handy aufladen. Und Computertisch kommt hier hin. So, Bürostuhl. Na komm, bei der kaufen wir das so. Kleiderschrank packen wir hier hin. Okay, passt. Und den packen wir hier hin. Sauber, das Zimmer haben wir auch fertig. So, wo müssen wir noch hier jetzt nochmal lang? Da. Jetzt braucht die genau dasselbe Bett nochmal. Komm, wir machen mal das Licht an. Ja, ihr Bett packen wir mal. Wo ist? Komm, das machen wir mal anders. Die kann direkt an der Heizung pennen. Mit Steckdose da, da kann sie ihr Handy dahin tun. Dann Computertisch.
Packen wir hier hin. So, Bürostuhl. Hier. Dann der Schrank kommt dahin und der Schrank kommt hier neben. Alle Aufgaben wurden erfüllt. Nice. Dann beenden wir mal den Auftrag für fast 10.000. Ja, nice. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann trinke ich eben nochmal einen Schluck von Wasser hier. Ich habe echt einen kratzigen Hals. Ich glaube, das merkt man auch richtig an meiner Stimme. Ja, nice. So sieht's doch gut aus. Boah, dieses Bild müssen wir hier loswerden, ey. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, wird langsam Zeit, dass wir uns auch ein neues eigenes Haus holen. So, was gibt's denn da eigentlich im Browser noch? Haus eines Genießers. Haus mit ungebetenen Gästen. Ein Haus vieler Generationen. Lichtergasse. Das Haus der Admin-Legende. Haus und Auto. Haus in Dickicht, Schildkrötenhaus, die man renovieren sollte, ein langweiliges Haus, Hackerloft, nein, ein Haus, das etwas verbirgt, Hucksters Haus, malerisches Loft, niedergebrannt, die, in der man einziehen sollte, schlechter Effekt. Ja, okay, ich würde sagen, vielleicht machen wir stattdessen erstmal wieder hier was. Komm, ich habe Bock, hier jetzt was zu machen. Hier haben wir, hier hinten haben wir irgendwo eins, hallo? Ah. Das hier, boah, die Map ist hier schon. Die Map ist schon nice. Gut, wir fangen erstmal damit an. Der Tierpfleger. Bis zu seinem Ruhestand zählten für morgen nur sein Unternehmen und die Buchhaltung. Schließlich übergab er die Firma seinem Sohn. Als Ausgleich arbeitete er hin und wieder als freiberuflicher Berater für seine alten Freunde. Schließlich wurde er gebeten, einen Bericht über entlaufene Hunde in Cozy Village zu schreiben. Die Zahlen waren erschreckend, weshalb morgen reagieren wollte. Er ist entschlossen und weiß, was zu tun ist. Nice, die machen wir jetzt. Einige der in den Aufträgen enthaltenen Lampen erfordern den Austausch der Glühlampen. Saying about changing the world. I'm sure you know it. I've already started with myself. Now it's time for my home. Structure and order. They are crucial for my plans. This is how I see it. Cats and dogs will have their rooms downstairs. The other pets in the attic. Yes, I know. It's such a nice room, but it's worth it. It's nothing compared to what they went through. What so many stray pets experience every day. I know, I can't save them all, but a few is more than none, right? The Animal Caretaker, der Tierpfleger. Geil. So, okay, was ist Aufgabe? Wir gehen dann. Das hier schon mal wegmachen. Und die schon mal wieder
vernünftig hinstellen oder warte mal, so besser vielleicht. Benutzen. Oh! Da war ein Waschbär. Behälter Käfig für Low Vesta. Muss ich dich hier wegtun oder? Aber da war ein Waschbär. So, ja, okay. Ich muss erstmal hier drauf, damit ich das Ding kaufen kann. Beziehungsweise sehen kann. Ist das so überhaupt richtig rum? Ich weiß es nicht. Ah. Aha. Nice. Boah, ich müsste mal den Sally hier reinpacken. Und dann hier abschließen. Sally, falls du das hier siehst, auf jeden Fall schöne Grüße an dich. Was hältst du von deinem neuen Zuhause hier übrigens? Kannst du auch gerne mal in die Kommentare schreiben, da bin ich auch gespannt. So, ich schaue mich hier draußen auch nochmal weiter um. Viel Budget hat er jetzt auch nicht mehr. Draußen gibt es nichts mehr, was er gemacht haben möchte. Na, ist da schon das nächste Haus. Ich glaube, die können wir hier alle machen in den DLC. Da bin ich mir sicher drum. So, dann kommen wir hier halt rein. Hier muss nichts gemacht werden, das ist schon mal gut. Der hat auch so gut wie Gegenstände verkaufen. Okay. Dann hat er langsam auch wieder ein Budget. Das muss ich verkaufen. Das aber. Dann das, das, das. So, hängt der TV rein. Ah, da. Nice. Jetzt hat er wieder Budget. So, 100 Betramal. Jo, komm. Dann kommt hier das eine Hundebett. Hundebett Monister. Das machen wir mal, ja. So. Dann helle Nacktmatte Listern. Komm, das machen wir hier. Dann den machen wir hier hin. So, dann automatisch Hundefutterapparat. Wie viele braucht er? Achso, zwei. Eins und zwei. Und dann automatisch Hundetrinkapparat. Oh, hoppala. Eins und zwei. Dann machen wir das mal so. Das dann mal. So. Und das hier, hier hin. So, Hundespielzeug. Können wir eh erstmal einfach irgendwie hin tun.
So. Katzenbaum. Nice. Katzenspielzeug. Ja, packen wir auch hier hin. Noch ein Katzenspielzeug. Ja, Katzenklo hier hin. Ach, noch ein. Und hier. Da Pipi-Matte Maleska. Nächste West, die tun wir mal woanders hin. Das jetzt hier hinpacken. Musterteppich. Ja, komm, hier. Dann Zweibeinhocker Tiktan. Ja, packen wir da hin. Dann. Ja. Das packen wir dann mal hier und hier. Dann das auch noch mal hier. Weißt du was? Das kommt dann hier und hier. Hunde Eingehege Bastal. Okay. Was? Hä? Ah, das hier muss ich noch machen. Boah, die Nachbarskinder draußen sind wieder am Rumschreien. Ich hoffe, die hört man nicht hier jetzt im Hintergrund. Aber das ist echt schrecklich mit denen. Dass die hier meinen, immer so rumzubrüllen. Okay, warte mal, dann mache ich hier Hunde Hunde-Innengehege Tür basteln. Hier ist die Tür. Hallo? Geht's? Dann packe ich das mal dahin. Das mal dahin. Und funktioniert das jetzt auch mal? Wieso will der nicht drehen? Ah, ich glaube, die Dinger müssen fertig sein.
Oder muss ich da jetzt eine Tür draus machen? Ah. Jetzt ich verstehen. Und dann baue ich hier noch eine zweite. So. Nice. Muss hier noch was gemacht werden? Oder die Deckenfliesen an, Keramikfliesen weiß. Aber erstmal verkaufen. Das, das, das. Das. Ah, okay. So. Keramikfliesen weiß. So. Und Bodenfliesen, das hier. Okay.